Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmoninger, Kirchheimer, Kaya und Asta, liebe Schwestern und Brüder, die aus nah und fern bei unserem Abendimpuls zuschaut. Heute möchte ich euch hinweisen auf diese Madonna in meiner Hauskapelle. Diese Madonna ist eine Originalkopie von der Gnadenmadonna in Altötting. Sie wurde auch nach dem Krieg 1945, das steht unten, auf dem Sockel der Madonna-Truppen, wurde sie in der Gnadenkapelle in einer Nacht geschnitzt und hergestellt. Diese Gnadenmadonna habe ich selber geerbt von einer sehr liebenswürdigen Frau, die mir geholfen hat, dass ich diesen Weg zum Priester gegangen bin. Doch heute möchte ich nicht über die Gnadenmadonna reden, sondern über einen Heiligen, den wir heute feiern und der, wie der heilige Bruder Konrad, in Altötting gewirkt hat. Nämlich der heilige Petrus Canisius. Er war der erste deutsche Jesuit, den es gegeben hat. Und dieser Petrus Canisius wird vom Papst Leo den 13. bereits als zweiter Apostel Deutschlands genannt. Denn als er gewirkt hat, war er unermüdlich in seinem Wirken. Er war unter anderem auch in Altötting, denn das Magdalenenkloster, in dem heute die Kapuziner sind, hat damals den Jesuiten gehört. Darum hat auch die Magdalenenkirche die beiden großen Jesuitenheiligen an den linken und rechten Seitenaltar, nämlich den heiligen Ignatius und den heiligen Franz Xaver. Der heilige Petrus Canisius war für einige Zeit auch in Altötting tätig, und wer die Marienschau in Altötting schon einmal gesehen hat, die der berühmte Künstler Zeller gemacht hat, der findet dort auch eine Darstellung des heiligen Petrus Canisius. Der heilige Petrus Canisius, er ist in Nimwegen als Sohn eines Bürgermeisters zur Welt gekommen und trat mit 22 Jahren bei den Jesuiten ein. Und zwar in Köln, dem ersten deutschsprachigen Jesuitenkloster. Und dann zog er durch ganz Deutschland und hat in ganz Deutschland gewirkt. Und zum Deutschen Reich gehörte damals auch noch Wien. Wenn man heute diese Landkarte anschaut, was er gereist ist, ohne Flugzeug, Bahn, dann ist das eine enorme Strecke, die er zurückgelegt hat. Er war immer darauf bedacht, dass er unseren Glauben weitergeschenkt hat. Er war darauf bedacht, dass auch die einfachen Leute diesen Glauben empfangen konnten. Und darum schrieb er den ersten Katechismus. Er schrieb gleich drei Katechismen, nämlich einen für Kinder, einen, wie es heißt, für Mittelschüler und einen für Studenten. Dieser Katechismus hat über Jahrhunderte dazu katholischen Religionsunterricht beigetragen. Der heilige Petrus Canisius, er wollte das, was er selber empfangen hat und im Herzen getragen hat, den anderen weiterschenken und hatte sie gestärkt in der Kraft des Glaubens. Ein beeindruckendes Gebet wurde uns heute von Petrus Canisius, uns Priestern, in der Lesehorre geschenkt, nämlich ein Gebet, das er selber verfasst hat. Und da, wo er Jesus darum bittet, dass er das Rechte tut, wenn er den Glauben weitergibt. Und mich hat es sehr beeindruckt, was er da am Ende schreibt. Diese drei Teile des Gewandes bezogen sich ganz und gar auf meine Aufgabe als Jesuit hier in Deutschland. Dieses Gewand, das mir Jesus gab, es waren der Friede, die Liebe und die Ausdauer. Angetan mit diesem Gewand des Heils
hatte ich die Zuversicht, mir würde nichts fehlen, sondern mir werde alles gelingen zu deiner Ehre. Das war als Gebet geschrieben und er hat dies von Gott erbeten, dass er Frieden im Herzen habe, dass er Liebe im Herzen habe und Ausdauer. Und genau das ist es, was wir immer wieder in dieser Zeit von Gott erbeten wollen. Und darum beten wir auch heute. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Das leuchte bei uns dein Antlitz, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch alle in dieser Nacht der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und am Fest des heiligen Petrus von Canisius, der Friede, Liebe und Ausdauer von Gott für sich erbeten hat, für seine Arbeit, wollen wir dieses lateinische Lied des Gründonnerstags singen, diesen Refrain aus Tessier. Ubi caritas et Nacht. Bis morgen dann.